Ich bin die Beatrix Meyer-Bode. Als stellvertretende Soloflöte spiele ich, wie der Name schon sagt, hin und wieder Soloflöte. Aber ich habe auch das Glück, wie alle anderen Stimmen kennenzulernen. Das heißt, ich komme auch oft in den Genuss von diesen Sonderinstrumenten wie Bassflöte und Altflöte. Wenn man an die Querflöte denkt, dann denkt man natürlich an die große Flöte. Das ist das Hauptinstrument. Ich habe jetzt hier noch viele andere mitgebracht, die es auch noch gibt in der Familie und die hier auch bei uns im Orchester zum Einsatz kommen. Warum gehört die Flöte eigentlich zur Gruppe der Holzbläser? Das ist ganz einfach erklärt. Früher wurden die Flöten ausschließlich aus Holz gebaut. Und das sieht man noch schön hier an der Piccolo-Flöte. So, die ist immer noch aus Holz, meistens aus Holz. Meine ist aus Grenadilholz, das ist afrikanisches Holz. Das ist besonders widerstandsfähig und ein besonders hartes Holz. Der Kopf ist bei mir jetzt aus Kokosholz. Aber da hat jeder Flötist seine Vorlieben für den Klang. Außerdem habe ich noch eine Holzflöte mitgebracht, die auch bei uns zum Einsatz kommt, bei barocken Stücken wie Actus Tragicus. Das haben wir ausschließlich auf der Holzflöte gespielt. Aber natürlich mit der modernen Böhm-Mechanik drauf. Also es ist eine, die jetzt gebaut wurde. Und ganz früher gab es lediglich Tonlöcher. Das musste jeder Spieler mit den Fingerkuppen, musste die Tonlöcher verschließen. Und es war unglaublich schwierig, weil man konnte gar keine Halbtöne spielen. Da musste man komplizierteste Gabelgriffe benutzen. Und dadurch, das hat den Ton sehr brüchig gemacht. Ich glaube, Mitte des 17. Jahrhunderts hat ein gewisser Herr Hortetter in Paris hat die Diskklappe erfunden. Das ist hier unten. Die eine Klappe hier unten, mit der war es dann möglich, dass der Flötist sogar Halbtöne problemlos spielen konnte. Man konnte also eine ganze Chromatik spielen. Aber der entscheidende Durchbruch, der ist dem Flötenbauer Theobald Böhm gelungen. 1847 hat er das böhmische Klappensystem erfunden, was nach wie vor auf allen Flöten gebaut wird. Der Tonumfang wurde wesentlich größer, von damals 2,5 Oktaven jetzt auf 3, über 3. Die Tonqualität wurde besser. Die Lautstärke der Flöte wurde wesentlich besser. Dadurch, dass die Konzertsäle immer größer wurden, die Orchester immer größer, war das unabdingbar. Wahrscheinlich ohne Theobald Böhm wird es die Flöte so vielleicht gar nicht mehr geben, weil sie einfach auch zu leise war. Also, die Flöte ist ein Schneidetoninstrument. Das heißt, der Luftstrom geht nicht ausschließlich rein in die Flöte, sondern ich decke dieses Anblasloch, decke ich eigentlich mit der Unterlippe halb ab und blase gegen die gegenüberliegende Kante. Dadurch wird die Luft zerschnitten, deswegen sagt man auch Schneidekante dazu. Und dadurch gerät die Luft in Schwingung und durch das Rohr, durch das Flötenrohr, wird es noch verstärkt. Die Piccolo-Flöte setzt quasi das hohe Register der großen Flöte nach oben fort. Die ist eine Oktave höher genau als die große Flöte.
Dann habe ich hier noch eine Altflöte mitgebracht, so ein transponierendes Instrument. Klingt eine Quarte tiefer als die große Flöte. Hier haben wir die Bassflöte. Das fällt auf, dass die so ein gebogenes Mundstück hier hat. Das kommt ganz einfach daher, dass die Flöte gute 1,30 Meter lang ist. Und wenn das Mundstück gerade wäre, wäre die unspielbar. Dann hat die Bassflöte auch noch ein Gewicht, ein ziemliches Gewicht von 1,8 Kilogramm ungefähr. Und wenn man die den ganzen Abend so in der Hand haben muss, ist es schon sehr anstrengend. Daher gibt es so eine Stütze. Das zeige ich mal ganz kurz. So liegt nicht das ganze Gewicht auf den Fingern.